sind uns lang verloren gegangen. Wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweig des gestrigen Zaubers. Und in der Seele brennt nichts als Schmerz. Charlotte Ritter, gibt es eine neue Position? Kannst du ein bisschen was erzählen, was für Sie neu ist am Anfang der dritten Staffel? Mhm. Also Charlotte Ritter ist jetzt Kriminalassistentin in der aktiven Mordkommission und auch von Gereon Rath. Und neu ist, dass sie wirklich jetzt eine Funktionsträgerin ist. Ne? Also, dass sie jetzt nicht mehr sich da so durchwurschtelt oder Stereotypistin ist, sondern dass sie jetzt wirklich auch Verantwortung hat. Wie kann sie da ihr Partyleben noch in Einklang bringen mit den neuen beruflichen Herausforderungen? Das wird sich zeigen. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, das so zu erzählen. Und also es ist überhaupt witzig, weil das jetzt quasi schon Tradition hat, dass wir immer das erste Interview mit euch führen. Also wir haben jetzt auch noch gar nichts, wir sind noch gar nicht geübt in dem Reden darüber. Aber was ich sagen kann, ist, dass es das nicht mehr so viel geben wird. Also das ist sozusagen auch ein... Es gibt eine ganz gute Szene mit Rudi. Johann Jürgens spielt den und also das wird man ja dann sehen. Aber sie sagt da sozusagen so sinngemäß zu ihm, dass das zwar alles ganz nett und schön ist, sie aber gerade einfach nicht so viel Verwendung dafür hat. Also wir gucken jetzt eigentlich jemanden dabei zu, die viel arbeitet und nicht mehr so viel Zeit fürs Nachtleben hat. Es wird es aber dennoch geben. Mhm. Du willst das Unbekannte kennenlernen. Das Unbekannte in dir. Das du nicht begreifen kannst. Und vor dem du dich fürchtest. Kommissar Rath, der kam schon traumatisiert in die erste Staffel rein und wurde misshandelt, verprügelt, sein Leben wurde bedroht. Unter Drogen gesetzt, wird es jetzt in Staffel 3 ein bisschen ruhiger für ihn? Es scheint den Autoren Spaß zu machen, Rath zu quälen und das wird auch, er hat es nicht leicht, sage ich mal, es wird auch in der jetzigen Staffel so bleiben. Okay. Kannst du noch ein bisschen sagen, was auf ihn zukommen könnte, was vielleicht neu ist im Gegensatz zu den ersten beiden Staffeln? Ja, neu ist es ja alles neu, es ist ja eine komplett neue Staffel mit komplett neuen Dialogen und Szenen, Geschichten und Figuren. Insofern will ich jetzt nicht verraten, was genau passiert. Es ist ein komplett neuer Fall, der natürlich auf Rath zukommt und auf Charlotte genauso. Das Spielfeld ist der Film. Es wird ein Film gedreht und da passiert ein Unfall, / Mord. Und genau, da wird ermittelt und da kommen natürlich ganz, ganz viele neue Figuren auf die beiden zu. Sie haben mir persönlich versprochen, dass Sie die Leute finden, die hinter dieser Tat stehen. Sie können sich auf mich verlassen. Willkommen zu Hause. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, ist eine Tugend der Starken. Wie war denn das Gefühl, jetzt wieder in die 20er-Jahre-Klamotten reinzusteigen, nach der Pause zwischen Staffel 2 und 3? Schön. Ja, gut. Also ich fand's herrlich. Es gibt neue Kostüme, es gibt auch alte, was ich irgendwie total toll finde, so alte Stücke, die wir schon hatten, mit zu integrieren und aber auch neue mit reinzubringen. Und das hat viel Spaß gemacht und war also natürlich eine große Hilfe oder schnell auch wieder reinzukommen in die Figur oder zu wissen, ah ja, stimmt, das ist ja ihr Mantel oder das ist ihre Jacke. Mir ging es auch tatsächlich so bei der Kostümprobe, dass ich erstmal wirklich Probleme hatte, die Sachen anzuziehen, weil sozusagen die erste Staffel oder die ersten zwei Staffeln so im Raum standen und ich sozusagen gerade auch schon so kannte als Zuschauer. Und dann habe ich mir so seine Sachen angezogen und hatte irgendwie Verkleiden. Identitätsproblem. Ich dachte so, das sieht irgendwie so ähnlich aus wie Rath, aber nicht so richtig. Und das war tatsächlich bis zum ersten Drehtag so. Und als wir dann angefangen haben zu drehen und das ganze Team da war, so, dann war auf einmal es wieder da. Da war ich sehr erleichtert. Wie unterscheiden sich denn die Arbeitsstile von Achim von Borries, Hengt Handlöckchen und Tom Flickwang? Die unterscheiden sich fundamental. Also sind komplett, das sind ganz unterschiedliche Charaktere, die völlig anders ticken und das ist
Es ist aber tatsächlich so, das ist ja in Blöcke aufgeteilt. Also das heißt, man hat einfach gewisse Szenen mit gewissen Regisseuren. Und das bleibt dann auch so. Und das ist dann absolut deren Hoheitsgebiet. Also da hat einfach das letzte Wort immer der Regisseur, der gerade am Hebel sitzt. Und das ist völlig unterschiedlich. Also Hank zum Beispiel macht manchmal, der lässt die Szenen manchmal ohne Dialog laufen. Das heißt, da wird die komplette Szene gespielt, ohne Text, sondern nur sozusagen, man versucht nur die Situationen abzufahren, die da passieren. Und da haben wir ein paar Szenen gemacht und da haben wir ganz viel draus genommen, also Blicke. Also die wie dann so Sub-Ebenen eigentlich. Also nicht nur für die Presse, sondern tatsächlich. Also Subtext-Dialog, der tatsächlich ohne Text stattfindet. Und er hat ganz viel draus genommen, also Reaktionen und Blicke und so, die dann, weil sie dann vielleicht sozusagen einfach deutlicher gespielt werden, wenn man nur das hat. Und das würde Tom nie machen oder Achim auch nicht. Und bei Achim zum Beispiel ist es immer eine wahnsinnig lustige Atmosphäre bei ihm. Ich finde, ich lache nirgends so viel wie mit Achim. Es ist also auch gerade bei ernsten Szenen oder so, lachen man so mal schlapp. Und Tom ist sozusagen auch so ein bisschen der Mathematiker, finde ich, der sozusagen so alles, der wahnsinnig genau ist auch in der Inszenierung und immer noch mal ganz kleine, feine Änderungen fokussiert und scharf stellt. Die Serie wird ja sicherlich noch ein paar Staffeln laufen. Ich weiß nicht, habt ihr da schon irgendwie gehört, wie lange es gehen könnte mit Babylon Berlin? Also meinem neuesten Stand ist es hoffentlich eine unendliche Geschichte, die... Aber das werden, oder sind das deine Pläne? Das sind deine Pläne. Ist dir bewusst? Ja. Also es wird noch eine Weile weitergehen auf jeden Fall. Also die nächste Staffel ist auf jeden Fall konkret schon geplant. Und wann das dann mal stattfindet, das wird man sehen. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Habt ihr denn die Bücher, die Romanvorlagen, die zugrunde liegen, weitergelesen, um halt auch zu wissen, wie es mit der Figur weitergeht in der Serie? Ich habe die nicht gelesen. Ich habe die alle gelesen. Also das für mich. Den letzten Teil habe ich noch nicht gelesen, Marlo habe ich nicht gelesen, aber sonst bin ich informiert. Okay, aber kriegt man so mit, dass auch irgendwelche Filmemacher im Ausland die Sache schauen? Also es wird ja schon wahrgenommen, ne? Auch also innerhalb der Branche, dass man da irgendwie auf irgendwelchen Events oder Premieren und was das mitbekommt, dass es prominente Fans gibt oder so? Das Feedback ist auch super. Also da ist man immer sehr... sehr erfreut, wenn man merkt, dass das tatsächlich die Grenzen irgendwie überschritten hat und überall geguckt wird. Und auch diese Vorfreude auf die nächste Staffel, das ist tatsächlich was schon auf der ganzen Welt passiert. So, das ist schon aufregend. In Italien zum Beispiel kommt es unglaublich gut an. Also da habe ich es mitbekommen, weil ich letztes Jahr dort in Venedig auf den Filmfestspielen war und das war unglaublich. Habt ihr euch schon mal so ein Auge geworfen auf Requisiten, die ihr gerne bei euch zu Hause hättet, wenn Babylon Berlin irgendwann mal zu Ende geht? Oder ein Kleidungsstück? Ich hatte in der ersten Staffel eigentlich ein Auge geworfen auf so eine Lampe. Es war wirklich einfach nur so ein Brett und eine Kugel und ein Schalter zum An- und Ausmachen. Das war aber irgendein Fundus, also das konnte ich nicht behalten. Das ging nicht. Und wenn es wirklich zu Ende geht, habe ich mir jetzt eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Ich habe also Klamotten überhaupt gar nicht, weil ich diese ganzen Anzüge, ich liebe die und es ist fantastisch, aber ich würde privat nie so rumlaufen wollen. Außer in Los Angeles. Ja, genau, in meinem Muster. das würde ich, aber tatsächlich gibt es auch eine Lampe, die Lampen in der Mordkommission zum Beispiel, die fand ich so super, dass ich gefragt habe, wo die her sind und habe mir da auch welche besorgt.